So, Teil 3 von 3. Hoffentlich der letzte Teil für heute. Start geht's mit dem RE2, der hier auf Gleis 13 nach Wittenberge steht. Ich habe beschlossen, dass ich den Intercity 95 heute doch nicht aufnehme. RE2, obwohl, doch den Intercity 95 nehmen wir auf und melde mich gleich von unten. So, ich befinde mich jetzt hier unten am Berliner Hauptbahnhof tief, im Tiefbahnhofsbereich. Vor meiner Linken steht einmal der RE3 heute auf Gleis 1 in der Stadt Wittenberg Hauptbahnhof. Vor meiner Rechten steht der Intercity 95 in der Wittenberg Hauptbahnhof. Und vor meiner Rechten auf Gleis 4 drum steht der RE3 nach Schwedt an die Oder. Und ganz zu meiner Rechten steht ganz auf Gleis 7 drüben der ICE 502 nach Hamburg-Eichmünder. Warten wir noch, bis der RE3 rausgefahren ist. Information on RE3 from Stralsund. Arrival 2232 has been cancelled today due to technical damage to the train. We apologize for any inconvenience.
der RE3 nach Lutherstadt in Merkau Bahnhof hat jetzt seine Ausfahrt bekommen. Und fährt jetzt hiermit somit ab. Nach diesem Regionalexpress Linie 3 gibt es noch einen kleinen Bahnhofsrundgang. Und ganz zum Schluss kommt dann heute die U5. Und der RE3 fährt ab nach Lutherstadt in Merkau Bahnhof. Heute hat der RE3 eine 147 hinten dran. Dann gibt es jetzt einen kleinen Bahnhofsrundgang. Fangen wir mal hier an. Hier haben wir, ich zeige euch mal kurz hier die Anzeigetafeln. Dann haben wir hier einmal um 23.04 Uhr ICE 645 und ICE 655. Beide aus Köln Hauptbahnhof um 23.04 Uhr mit 5 Minuten Verspätung. Danach kommt der RE4 nach Jüterbog um 23.43 Uhr und um 23.49 Uhr der Flughafen Express 18976 aus Flughafen BER Terminal 1 bis 2. Dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Da haben wir jetzt hier RE3 auf Straße und Hauptbahnhof um 22.32 Uhr, dieser Zug fällt aus. Dann haben wir um 23.34 Uhr Ankunftsstraße und RE3, denn um 23.34 Uhr der Zug endet hier. Und um 0.27 Uhr kommt der Nacht-Intercity 1950 nach Frankfurt-Main Hauptbahnhof über Naumburg Hauptbahnhof und Hünfeld. Dann haben wir, da drüben ist dann Bahnsteig 3-4, dahinter kommt dann 5-6 und ganz hinten, wo der ICE steht, kommt dann 7 und 8. Bahnsteig 1 und, also Bahnsteig 1, 2 sind eigentlich die nochmal von vorne, Bahnsteig 1 und 2 und 7 und 8 sind eigentlich die Bahnsteige, wo eigentlich die meisten Fernverkehrszüge abfahren bzw. hier ankommen. Bahnsteig 3, 4, 5 und 6 sind eigentlich die Bahnsteige, wo die meisten Regionalzüge ankommen und abfahren. Aber hier auf Gleis 2 und auf Gleis 1 und 2 sowie 7 und 8 gibt es auch zwei Regionalverkehrlinien, und zwar einmal die RE4 und einmal der RE10. Der RE10 fährt meistens auf Gleis 2 Richtung Berlin-Südkreuz ab und auf Gleis 8 bzw. Gleis 7 fährt dann der RE10 Richtung Nauen ab. Der RE4 hält auf allen Gleisen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meistens hält er auf Gleis 5, wenn der letzte Zug aus Rathenow kommt. Das ist dann Punkt Mitternacht. Jo, dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal eine Etage höher. Fahren jetzt hier ein bisschen Rolltreppe. Dann kommt man nämlich jetzt in den Bereich, wo wir eigentlich schon auf der ersten Ebene sind. Da haben wir nämlich hier einmal die Erstunterebene mit einem kleinen Wartebereich.
Dann sind hier auch die meisten Einkaufsläden vorhanden. Dann haben wir hier Anzeigetafeln, wo die nächsten Züge, Abfahrtzeiten, wenn man es erkennen kann. Dann haben wir hier noch eine Anzeigetafel, wo Straßenbahnen draufstehen, Busse draufstehen. Da kann ja mal von hier oben zeigen, wie das Ganze aussieht. So sieht das Ganze von hier oben aus. Gehen wir mal weiter, hier nochmal die Anzeigetafeln. Dann haben wir hier eine Seite von zwei, da drum ist die zweite. So. Ein bisschen schneller. Da auf Gleis 6 kommt gleich sie um 22.56 Uhr an der Frankfurt. Da kommt der Zug nach Rostock. Letzter Zug für heute. So, und jetzt gehen wir mal in einen Bereich, der seit letztes Jahr Dezember, um genau zu sein, ich glaube seit dem 4. Dezember 2020 für die U-Bahn 0 ist, um genau zu sein für die U5, darf ich vorstellen, der U-Bahn-Bereich der Linie U5 von Hönow hierher zum Hauptbahnhof. Das sind alle Stationen. Da steht auch gerade eine U-Bahn, die nehmen wir jetzt noch mit auf, die fährt in 4. So, ich melde mich gleich noch mit dem 4. Teil zurück, weil wir sind noch lange nicht fertig. Oder besser gesagt, ich zeige gleich nochmal alles.